Einen wunderschönen guten Morgen aus der Lounge in Hannover. Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um das lang erwartete Unboxing. Hoffmeister ist hier. Lars ist hier. Aber ihr wisst, an dieser Stelle macht der Hoffmeister immer den Intro-Befehl. Auch wenn wir hier in der Lounge in Hannover sind, wisst ihr ja, es gibt für euch immer wieder den Abonnierbefehl. Abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Auch die Glocke anmachen. Hoffmeister hat die Glocke angemacht, damit er heute Morgen auch pünktlich hier erschienen. Genau. Sonst hätte ich verschlafen, womöglich. Genau. Ansonsten den Beitrag liken und ihr wisst ja, wie immer, unten kommentieren. Ja, erstmal ganz wichtig, das Paket. Ja. Ich habe es nicht aufgemacht. Nein. Einmal überprüfen. Nein, es ist tatsächlich noch original verschlossen und ich bin ganz aufgeregt, die große Ehre hier für den Lars sein großes Unboxing für den Von Circle Status zu machen, den er sich in diesem Jahr in harter Arbeit erflogen. Ich habe mich hochgeflogen. Du hast dich hochgeflogen. Hochgeflogen. Ja. Wollen wir dann? Wir fangen mal an. Ich würde mal sagen, erstmal den Briefumschlag. Weißer Briefumschlag, nichts mehr drin, brauchen wir nicht. Okay. Hoffmeister räumt nachher auf, er kriegt schon natürlich. Ja, also nochmal in Edel, die Horn-Circle-Variante. Sehr steht schön. Aber nicht Horn-Circle drauf, aber es gibt hier so ein... Eine Perforation. Das ist gut, dass du das mir sagst. Ja. Ja, du kriegst ja auch mal deine Pakete von Amazon nicht richtig auf, ne? Ja, das ist richtig. Rufst du mal an, Mensch. Ja, Hoffmeister, ja. Ganz lecker. Und weg damit. Jetzt aber... So, ja, dann schauen wir mal. Sieht sehr gut aus. Wie geht denn das auf? So geht das auf. Oh. Ein Schreiben. Ich halte so lange mal hier diese edle Box in die Kamera. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind wieder Horn Circle Member. Damit sind Sie mehr als ein Gast für uns. Sie gehören zu den Menschen, die uns besonders nahe stehen. Nur damit ihr das mal seht, dass wir jetzt der Lufthansa nahe stehen. Wir stehen hier nah. Man kann die schwarze Karte vor dem schwarzen Hintergrund kaum erkennen, aber... Sehr edel, sehr edel. Sehr edel, sehr edel. Ja. Auch das Papier wirklich sehr, sehr edel. Aber die Qualität ist genau wie bei der Senatorkarte. Wer so eine Senatorkarte hat, weiß, wie es sich anfühlt. Es ist wertig, es ist wertig. Auf jeden Fall. Ich überprüfe das am besten nochmal. Doch sehr wertig, sehr wertig. Ja, sehr schön. Wollen wir weitermachen? Mach du mal weiter auf. Ich mach mal weiter auf. Oh, siehst du, jetzt? Ja. Das hast du noch mit Absicht gemacht. Aber es ist ganz einfach. Es ist nämlich ein kleiner Art Magnetverschluss. Und da sind sie, die berühmt-berüchtigten Horn Circle Tags mit den beiden Baggage Tags dazu, die dann da reinkommen. Und wie man sieht, der Herr Kosten ist schon länger in dem System drin. Es sind schon zwei Statussterne drauf. Ja, ganz genau. Status Stars, wie es genau heißt. Und wir können die ja mal rausholen hier. Ah, vielleicht hältst du mal ein. Das ist ja... Ja, das ist vom Feinsten, das Leder ist... Ja, das ist... Gefühlsecht. Ja, gefühlsecht. Das ist, aber nicht perlgenoppt. Weiches Büffelleder aus der Lende. Ich weiß es nicht. Ja, dann haben wir noch mal die Karten. Ja. Die noch kannst du dann reinstecken. Kann man auch hinten die Adresse draufschreiben. Ja. Das ist dann ganz wunderbar. Aber es steht auf jeden Fall auch Baggage Tag drauf. Ja. So einfach ist das. Damit man es weiß. Ja, dann haben wir es reingesteckt. Oh ja, da ist noch Papier. Da ist noch Papier. Da wird noch irgendwas für dich, noch ein Briefumschlag. Ah, eine besondere Aufmerksamkeit, die Senatorkarte. Man kann einen Senator bestimmen und dann gibt es eine, ja, kann man ausfüllen. Also, ich habe noch keinen Senator ernannt. Aber mir fallen da einige Leute ein, die ich ernennen könnte. Also die Box als solches, muss man sagen, wenn man sie für was anderes nehmen könnte, sehr hochwertig, sehr festes Material. Also fühlt sich gar nicht an wie Papier, muss man sagen. Ist schon eine tolle Sache. Aber brauchen wir nicht mehr. Auch ziemlich schwer, brauchen wir nicht mehr. Können wir entsorgen, oder? Na dann. Er randaliert in der Lounge, aber er räumt auf. Ja, natürlich. Und dann gab es noch den Briefumschlag, der geht dann an die Miles & More Senator Paterkarte, an den Partner, der das Ganze bearbeitet. Die Freunde von Arvato machen das wahrscheinlich. Ja, jetzt wisst ihr, was ihr in so einem Horn-Paket erwarten könnt. Und ich hoffe, dass ihr nicht enttäuscht wart. Ich möchte der
Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass ihr bei Sixten Diamond-Status bekommt. Die könnt ihr durch Anrufen bekommen. Dann bekommt ihr noch von der Frankfurter Allgemeinen ein Abo für ein Jahr und von der Weltwelt am Sonntag für ein Jahr, sowohl digital als auch zugeschickt. Ich bekomme es zugeschickt auch ins Ausland. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte es eigentlich nicht haben wollen aus Umweltschutzgründen, weil es mir digital eigentlich am besten passt. Dann, was gab es noch? Avis gab es auch noch. Die Preferred-Karte, die ist etwas komplizierter zu beantragen. Die muss man auch bei Avis selber beantragen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse bzw. anrufen, was während Corona halt ein Problem ist. Aber da ich E-President Circle bin, ist das jetzt für mich jetzt nicht wirklich... Ja, bist du das halt nicht, ne? Deshalb, ja. Ja. Damit sind wir schon wieder am Ende hier in Hannover. Es bleibt uns nur zu erwähnen. Abonnieren, kommentieren, liken. Und ganz wichtig, Hofmeister, räumen Sie Ihren Dreck wieder auf. Das machen wir jetzt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, wunderbar. So.